Ja, hallo Freunde des Marktradikalismus und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction mit mir, der libertären deutschen Jugend und dem ROM. Heute reagieren wir auf ein Video von ZDF heute. Und zwar heißt es Argentinien, wie Präsident Milei den Sozialstaat zerlegt. Was er based ist, wir werden in Deutschland jetzt das ZDF zerlegen und wir werden ihnen sagen, dass sie mal sich auf was gefasst machen sollen. Denn wir werden ihnen einen morbiden Tanz geben und sie werden nicht mehr wissen, wo sie stehen. Also fangen wir direkt an. Ja, genau, lass uns gerade ein Medias Res gehen. Für viele sieht so das neue Gesicht des argentinischen Staates aus. Eine Mauer aus Macht. Also Polizisten hat übrigens jedes Land, möchte ich nur mal so gesagt haben. Und die stehen auch ab und zu mal in einer Reihe. Also der ersten Naja, Amtshandlungen es wird des jetzt so suggeriert, dass das ein Polizeikessel ist oder sowas. Aber wenn man sich die Aufnahme anschaut, dann ist das einfach nur eine Trennung zwischen den Demonstranten und Durchgangsverkehr. des neuen Präsidenten war, das Demonstrationsrecht einzuschränken und der Polizei ein härteres Vorgehen zu befehlen. Also, was er tatsächlich gemacht hat, also er hat das Recht gar nicht eingeschränkt, er hat es nicht verändert, er hat einfach nur bestehendes Recht durchgesetzt. Und zwar, dass du keine Straßen blockieren darfst und dass eben jetzt die Polizei Straßen ja freiräumt, wenn du sie blockierst. Also, okay. Ja, also das ist ja irgendwie bei den Linken ein sehr populäres Mittel, diese Straßenblockaden. Und ja, das muss man eigentlich auch als größeren Teil der Strategie sehen. Deswegen regen die sich auch darüber so aus, dass das genau da angesetzt wird. Und der James Lindsay, der bezeichnet das als Mid-Level Violence. Das heißt, man stört den Gegner, und zwar so sehr, dass der zu einer Reaktion gezwungen wird, aber diese Reaktion wirkt dann gleichzeitig als Überreaktion, sodass man sich selbst dann in ein besseres Licht setzt. Ja gut, wobei ich glaube, so, du kannst der generellen Bevölkerung, vor allem auch in Argentinien, sehr gut klar machen, dass es nicht sein kann, dass man einfach Straßen blockiert. Also in Panama haben die es ja total auf die Spitze getrieben, wo die wirklich das Land praktisch lahmgelegt haben, die Lehrergewerkschaften vor allem, weil da weil die Mine verkauft wurde oder so, was die Normalbevölkerung wahrscheinlich relativ wenig interessiert. Und dann kann man natürlich, ja, da kann man natürlich sehr gut dagegen vorgehen. Ja. Trotzdem lassen sich Inés Rodríguez und ihre Freunde nicht abhalten. Wochenlang demonstrieren die Argentinier vor dem Kongress, damit das... Die Argentinier, so wie viele sind das? Also, meine 56% haben den Milei gewählt. Also, kann man wirklich sagen, dass das die Argentinier sind? Ja, das war jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, 200 Leute hier bei dieser Versammlung. Ja. Das Parlament die umfassenden Sofortmaßnahmen stoppt, mit denen der Präsident weite Teile des Sozialstaats zusammengestrichen ja, hat. Ja, das sieht man auch genau, dass es kein Polizeikessel ist, weil man da durchkommt. Ja, und auch, also es ist auch, also es stimmt auch übrigens nicht wirklich, dass er jetzt den Sozialstaat so total zusammengestrichen hat. Das kommt erst später. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass er hat so geregelt, dass es keinen Inflationsausgleich gibt bei den meisten Posten, außer bei den Sozialausgaben für wirklich Bedürftige. Ja. Also die erhalten einen Inflationsausgleich im Gegensatz zum Rest. Ja. In 45 Tagen hat dieser Typ unser Leben vermasselt, die gesamte Wirtschaft dereguliert. Junge, okay, Wirtschaft deregulieren ist based und also ich meine, in 45 Tagen, okay, was hat denn die vorherige Regierung gemacht? Die hat Geld gedruckt und hat aufgehört mit ihr 40% Armut und so weiter und 60% Kinderarmut. Also die vorherige Regierung ist halt ist für alle Probleme in Argentinien verantwortlich letztendlich. Also, jetzt ist nochmal spannend, ob die sagen, was die vorher gemacht hat. Es war eine ganze Reihe von Maßnahmen, eine schlimmer als die andere, die uns an diesen Punkt gebracht haben. Ja, und zwar von den vorherigen Regierungen. Also. Die Bürger müssen zur Selbstverteidigung auf die Straße gehen, denn im Grunde ist es der Plan dieser Regierung, uns langsam zu töten. Junge, so also komplett geisteskrank eigentlich. So, die wollen uns umbringen. Okay. Der normalste Anti-Milei-Protest. Also er wird bald KZs bauen. Das habt ihr hier zuerst gehört. Im Wahlkampf haben sie versprochen, sich die etablierten Politikerkasten vorzuknöpfen. Gegen die Reichen zu gehen, gegen die Korruption. Aber das haben sie nicht gemacht. Es geht alles nur gegen uns Arbeitnehmer.
Also ich meine, okay, sie haben ein paar Sachen so gegen Gewerkschaften und so unternommen und auch, aber ich meine, sie haben zum Beispiel auch ja eben große Quellen von Korruption, wie zum Beispiel die öffentlichen Werke, also Straßen etc., haben sie einfach ja die Ausgaben gestrichen einfach. Also kann man jetzt so auch nicht sagen. Also es ist... Ja, also vor allem, was da an Korruptionsskandalen gerade hochkommt und wahrscheinlich nur durch diesen Machtwechsel auch aufgedeckt werden kann, das ist hier zum Teil ziemlich abenteuerlich. Also das rauskommt, dass irgendwelche, also in Argentinien ist es ja so, dass die Gewerkschaften über die Verteilung der bestimmen, beziehungsweise man den Antrag zu für die Sozialhilfen und andere Sozialleistungen bei den Gewerkschaften stellt. Und zum Teil wurde es so ausgenutzt, dass die Gewerkschaften sexuelle Gefälligkeiten verlangt haben. Ja. Oder auch, also auch bei so Protesten, dass dann die Gewerkschaften eben so angedroht haben, also Krebspatienten damit angedroht haben, ihre Krebsmedikamente denen praktisch wegzunehmen. es geht und im Gegensatz, also und dafür müssen sie halt gegen Milei protestieren. Ja, schon wild. Oder anderer Fall von Korruption, wahrscheinlich jetzt nicht so auf dem moralischen Verkommenheitsniveau, aber auch schon ziemlich bedenklich ist, dass die ja im ersten Monat irgendwie Tausende von Staatsangestellten gefunden haben, die über mehrere Identitäten Sozialhilfe beziehen. Ja, und auch irgendwie teilweise tot sind und immer noch bezahlt werden. Also nie, sie sind nicht faul, sondern sie sind tot, ja? Also. Ja, gut, bei Beamten wurde natürlich gar nichts, aber naja. Argentiniens neuer Präsident Javier Milei hat eine Schocktherapie angekündigt, um die maroden Staatsfinanzen zu sanieren und die Rekordinflation, die inzwischen bei rund 200% liegt, zu stoppen. Also tatsächlich kommen da jetzt auch gute Zahlen rein. Also hier im Dezember war die Inflation, also für den Monat Dezember, war die Inflation 25%, also praktisch vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember ist der Wert des Pesos um 25% runtergegangen und jetzt im Januar waren das nur noch 20%. Also zeigt schon Ergebnisse, was Milei macht, denn er hat zum Beispiel auch für den Januar zumindest einen Haushaltsüberschuss erreicht. Ich glaube, hier umgerechnet 500 Milliarden US-Dollar, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ich glaube, 500 Millionen Milliarden wären. Ja, genau, ja. Ja, Milliarden Pesos, genau, Millionen Dollar, genau. Je nachdem halt, wie man es umrechnet. Aber also es ist schon gewaltig. Und vor allem auch. Ja, vor allem auch in der kurzen Zeit, also wenn man irgendwie, wenn der Deutsche Bundestag beschließen würde, oh, wir müssen einen Haushaltsüberschuss erzielen, dann würden die einen Plan machen und dann würden die in 3 Jahren oder so diesen Haushaltsüberschuss haben. Ja. Dass er es praktisch schon im ersten Monat geschafft hat, das ist schon überraschend. Gut, es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwelche Zahlungen in die Zukunft verlagert haben oder so, um das zu erreichen. Aber bei der hohen Menge ist es wahrscheinlich doch solide. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, die Inflation hat ja in dem hier mitgeholfen, weil einfach real der Peso immer weniger wert wird und dadurch auch die Ausgaben dann sinken, wenn man sie nicht anpasst, wie geschehen. Ja, ja und die Einnahmen sind, glaube ich, auch etwa gleich geblieben. Also wenn man sie jetzt inflationsbereinigt nimmt. Also ja, also es ist rein einfach, dass sie einfach Ausgaben gekürzt haben. Daher kommt dieser Haushaltsüberschuss. Also die Motorsäge hat Milei angesetzt. Mit der Kettensäge in der Hand versprach er im Wahlkampf, das etablierte System zu Kleinholz zu verarbeiten. Oh, das klingt so gut. Durch seine provozierenden Auftritte, vor allem in den sozialen Medien, wurde er zur Kultfigur. Nun muss er liefern. Gleich zum Amtsantritt erlässt er hunderte Dekrete und stellt ein riesiges Gesetzespaket vor, mit Streichungen bei Subventionen und Arbeitnehmerrechten. Gerichte und Parlament kassieren einen Teil der Maßnahmen, aber der Machtkampf ist gerade erst entbrannt. Also ebenso diese DNU es gibt zwei unterschiedliche große Gesetzesprojekte von Milei, die es bis jetzt gegeben hat. Einmal die DNU, also das heißt Decreto de Necesidad y Urgencia, also Dekret der Notwendigkeit und Dringlichkeit. Das hatte so irgendwie so 350 Artikel oder so. Also war ein sehr großes Gesetz. Da wurden von einem Gericht
eben, ich glaube, 5 Gesetze, die eben Gewerkschaften betroffen haben, ausgesetzt oder eben ja für ungültig, für nichtig erklärt. Und die, das waren halt alles so Sachen wie, du darfst praktisch als Arbeit, also als Gewerkschaftler darfst du nicht darfst du eben nicht den Arbeitsplatz so zerstören oder irgendwas stehlen oder die Leute, die nicht in der Gewerkschaft sind, am Arbeiten hindern, solche Sachen. Und die wurden eben von dem Gericht niedergeschlagen. Und dann eben noch dieses Omnibusgesetz. Damit musste er durch den Kongress. Das ist tatsächlich am Kongress gescheitert. Aber das nimmt er jetzt auch ziemlich für Propaganda her. Also er sagt, ne, also er hatte ja immer dieses, die Kaste. Und er sagt jetzt eben ja, dieses, oder dass sie das Omnibusgesetz abgelehnt haben, zeigt eben, dass sie die Kaste sind und dass sie eben gegen die Argentinier arbeiten und dass sie nicht mehr in der nächsten Wahlperiode im Amt sein werden. Ja, man darf jetzt auch nicht die Wichtigkeit von diesem Omnibusgesetz unterschätzen, weil was er jetzt erreicht hat, ist vor allem den Haushalt zu stabilisieren, was natürlich konjunkturell einen Abschwung verursachen kann, weil es werden Arbeitsplätze freigesetzt, er schickt Staatsbedienstete nach Hause und das ist natürlich Konsum, der wegfällt. Und um das wieder aufzufangen, müsste man die Leute eigentlich produktiver Beschäftigung zuführen. Aber das passiert nur, wenn die Wirtschaft auch entsprechend dereguliert ist, dass es einfach ist, die Leute einzustellen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Das heißt, wenn der zweite Schritt jetzt fehlt, das würde sich, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Argentinien in eine Rezession geht. Ja, also ich meine, auch in der DNU ist einiges an Deregulierung dabei und eben auch die Ministerien, also so Meldepflichten haben die da jetzt abgeschafft, aber... Ja, ich glaube, es waren glaube ich vor allem irgendwelche Informationspflichten, die die Ministerien von sich aus dann gestrichen haben. Ja, also ich meine, das hilft auch, aber halt dieses, das Omnibusgesetz wäre auch, das hätte, das wäre eigentlich so wichtig gewesen, dass das durchkommt, aber... Ja, vor allem die Maßnahmen am Arbeitsmarkt sind besonders wichtig. Ja. Und währenddessen liegen viele Projekte brach. Was das bedeutet, bekommen Sie in Lanús, einem Arbeitervorort von Buenos Aires, bereits zu spüren. Inés ist hier aufgewachsen und hat bis vor kurzem ehrenamtlich ein staatliches Hilfsprogramm geleitet, bei dem Essen und Schulmaterialien an die ärmsten Kinder des Viertels ausgegeben wurden. Das Programm wurde gestrichen, genauso wie ihre eigene Stelle beim Nationalen Katastrophenschutz. Schon jetzt haben rund 8000 Staatsbedienstete ihre Arbeit verloren. Wenn man nichts hat, kann man auch nicht helfen. Auf einmal habe ich kein Gehalt mehr. Dabei habe ich immer einen Teil davon für mein Ehrenamt ausgegeben. Zum Beispiel Tüten gekauft, um die Spenden zu verpacken. Aber um helfen zu können, musst du selbst eine Grundlage haben. Das ist eben genau das. Ja. Also sie kann halt, sie hat halt eben Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Und also es wird eben halt Leute geben, die Schwierigkeit haben, Arbeit zu finden, weil eben die Wirtschaft noch nicht dereguliert ist. Und es eben schwer ist, Leute einzustellen. Ja, also sie sagt ja, es gibt einen Bedarf an bestimmten Gütern und jetzt müsste man eigentlich anfangen, die zu produzieren, aber das wird halt unterlassen, weil vorher hatten wir wahrscheinlich versucht, die irgendwie aus dem Ausland einzukaufen. Jetzt müsste man eigentlich anfangen, die im Land selbst zu produzieren. Und die Arbeitskräfte dafür wären ja eigentlich da. Ja. Um nicht ganz mit leeren Händen dazustehen, hat Inés Limo und ein paar Kekse mitgebracht. Doch die Kinder brauchen eigentlich etwas ganz anderes. Jetzt glaube ich allerdings, dass sie was anderes als Limo brauchen. Weil die Kinder auf diese Spenden so sehr angewiesen sind, damit sie nicht am ersten Schultag niedergemacht werden, weil sie zum Beispiel eine alte Schuluniform tragen, aus der sie längst rausgewachsen sind. Das ist schrecklich. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich habe es selbst erlebt. Also ich meine, ich weiß ja nicht, aber jetzt in so einem Land mit 60% Kinderarmut, da wirst du, glaube ich, nicht mehr wirklich gemobbt, weil du jetzt kleine Klamotten hast, weil das bei den meisten der Fall ist. Also ich war nicht in Argentinien, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele sich keine neuen Klamotten leisten können. Ja, wobei es natürlich ein Umstand ist, den man abstellen könnte. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die Argentiner sehr modebewusst sind und das vielleicht höher priorisieren, als man das hier meinen kann. Ja, also
Gut, unklar. Auch hier in Lanús hat fast die Hälfte der Bewohner Milei gewählt, in der trügerischen Hoffnung, dass anders automatisch besser bedeutet. Also ich meine, Milei hat eigentlich auch während dem Wahlkampf immer ziemlich klar gemacht, dass es erstmal scheiße sein wird es eben erst so in 2 Jahren oder so wieder besser werden kann, weil eben die vorherige Regierung so einen Scheiterhaufen hinterlassen hat und er jetzt eben diese Anpassung machen muss, damit die ganzen, damit das alles wieder läuft, ne? Also. Ja, ich meine, die Anpassung, die heißt ja auch, dass man weniger darauf vertrauen muss, dass die Hilfe von außen kommt, sondern mehr in die eigenen Hände nehmen muss. Also die hat sich jetzt darauf spezialisiert zu verteilen, aber es müssen sich mehr Leute darauf spezialisieren zu produzieren. Ja. Doch viele andere haben längst das Vertrauen in die Politik verloren. Die Situation, die wir tagtäglich erleben, ist ungeheuerlich. Wir haben jemanden erwartet, der verantwortungsvoll regiert, aber den gibt es nicht. Eine knappe Autostunde weiter nördlich, in der Casa Rosada, dem Präsidentenpalast, sehen sie das naturgemäß anders. Noch habe der Präsident viele seiner Reformen nicht umsetzen können. Der Prozess sei schmerzhaft, aber alternativlos, erklärt der Regierungssprecher immer wieder. Milei habe eine Chance verdient, sagt auch Silvia Mercado, langjährige Hauptstadtjournalistin. Doch sie sorgt sich, dass sich Milei in seinem eigenen Populismus verheddern könnte, sich zu sehr um seine Fans im Internet drehen und die harsche Realität vieler Argentinier aus den Augen verlieren könnte. Also ich meine, ich denke nicht, dass das passiert, ne? Weil, also ich meine, er hat Statistiken zur Verfügung und so weiter. Also, und ich denke nicht, dass er regiert, damit er Likes auf Twitter bekommt, sondern regiert, um um das Land zu verbessern und eben in eine libertäre und freiheitlichere Richtung zu bewegen. Also, ja, man sieht ja auch, dass er unglaubliche Vorbereitungen getroffen haben muss, weil er einfach aus dem Tempo heraus, mit dem er die Reform antreibt, dass er sich eigentlich schon vorher ausgearbeitet haben muss, welche großen Vorhaben er anstrebt und die auch im Detail schon standen. Ja, also ich meine, die Regierung treibt ja auch internationale Kooperation voran. Also ich meine zum Beispiel die Diana Mondino, die Außenministerin, die ist zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, noch in München auf der Sicherheitskonferenz und trifft sich da mit allen möglichen Leuten, unter anderem auch mit Christian Lindner und Annalena Baerbock. Die Arme. und dann eben auch mit einigen internationalen Personen, Handelsbeziehungen und so weiter zu besprechen. Die ruhen nicht, ja, und machen das nicht nur für Likes auf Twitter. Ich mache sehr viel für Likes auf Twitter, aber... Wir wussten alle, dass Milei nicht über ausreichend politische Erfahrung verfügt. Also ich meine, was soll das heißen? Also, ja, Korruptionserfahrung meinst du? Ja, also ich meine, was soll er besser machen? Also er hat jetzt riesige Gesetze gemacht, er ist Ökonom. Ich meine, du kannst ja schon sagen, dass er länger im Bereich der Politik tätig ist. Also ich meine, Ökonomie ist sehr eng, also ziemlich eng mit Politik verbunden, vor allem eben jetzt in der jetzigen Situation in Argentinien. Und ich meine, er ist halt Professor für Ökonomie. Also und eben auch war er jahrelang halt im TV als Kommentator tätig. Gut. Was sie wahrscheinlich meint, ist, dass die erwartet hätte, dass die jetzt irgendwelche Kuhhandel schließt, um seinen Gesetzentwurf da durchzubringen. Aber er hat sich halt jetzt für eine andere Strategie entschieden. Ja. Aber wir haben uns trotzdem zu diesem Sprung ins Blaue entschlossen. Und es gibt sogar gute Neuigkeiten, denn der Internationale Währungsfonds befürwortet seine Reformvorschläge. Aber ich glaube, er hat Probleme damit, den Menschen gegenüber Empathie zu zeigen. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Der Internationale Währungsfonds ist ja praktisch der Hauptkreditgeber von Argentinien, weil es praktisch keinen anderen mehr gibt, der Argentinien Kredit gewähren würde. Und dem gefällt natürlich, wenn jetzt der sich hinsetzt und versucht, die Staatsfinanzen zu stabilisieren. Ja, also Milei hat es auch geschafft, dass er eben das Länderrisiko gesenkt hat, also dass es praktisch etwas mehr Leute gibt, die eben Bonds der argentinischen Regierung kaufen. Und China darf man aber auch nicht vergessen, die sind auch ein ziemlich großer, also die leihen denen auch ziemlich viel. Aber
Also, Gut, das hat jetzt mehr den Sinn, politische Einflussnahme zu tätigen. Ja, aber also der international, also Argentinien ist, glaube ich, der größte, also Argentinien ist der größte Schuldner beim Internationalen Währungsfonds. Und ich glaube, es gab auch noch nie einen größeren. Und sie haben auch den größten Kredit am Laufen, den je ein Land gehabt hat beim Internationalen Währungsfonds. Und sie haben auch mehrere am Laufen. Also. Ja, gut, also von daher ist es sehr positiv für die Argentinien, wenn sie mit dem Internationalen Währungsfonds ein Mutual Agreement haben. Ja. Wie schwer es für den Präsidenten zu sein scheint, den Blick aufs Wesentliche zu richten, hat Silvia am eigenen Leib erfahren. In einer Talkshow erzählt sie, dass die landesweit bekannten Hunde des Präsidenten zu ihm in die Residenz eingezogen wären. Das habe sie aus seinem Umfeld erfahren. Der Präsident persönlich schaltet sich ein übers Internet, beschimpft Silvia als Lügnerin und seine Fans überschütten sie mit Beleidigungen und Drohungen. Also technisch gesehen hat er sie nicht als Lügnerin bezeichnet, sondern er hat gesagt, dass Journalisten Lügen verbreiten. Also der wesentliche Unterschied ist, dass sie selbst, wenn sie in Good Faith das weiterverbreitet hat und wandelt irgendwelche anderen Leute. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemals jemand so behandelt hat. Erst recht nicht ein Präsident der Nation. An Beschimpfungen übers Internet aus dem Lager des Präsidenten hat sich Jorge Montanari, Professor für medizinische Nanotechnologie, fast schon gewöhnt. Als faul, nutzlos und teuer werden Wissenschaftler in Argentinien neuerdings diffamiert. Dabei kann sich gerade sein Forschungsbereich mit der Weltspitze messen. Eine neue Krebstherapie, die Chemotherapien ohne Nebenwirkungen ermöglichen soll. Doch die Bei solchen Versprechen bin ich immer sehr skeptisch. Gut, das kann man natürlich jetzt nicht so beurteilen, ohne sich im Detail anzuschauen, was er da genau macht. Aber ja, wenn so Wundermittel angepriesen werden, das ist eigentlich immer, meistens hält es nicht das, was man verspricht. Gelder für das Projekt wurden vom neuen Präsidenten zusammengestrichen. Bald dürften Jorge und seine Doktorandinnen wohl nur noch für die Erkenntnis als Lohn arbeiten. Das Problem ist, dass sie uns jetzt ins Rampenlicht stellen, als ob die Probleme des Landes, die Inflation, die Ausgaben an uns lägen. Aber das ist eine Lüge. Unser Anteil an den argentinischen Staatsausgaben ist sehr gering. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Milei die Wissenschaft jetzt so ins Zentrum stellt. Also es erwähnt er vielleicht ab und zu, aber es ist jetzt nicht so sein Hauptthema. Ja, also auch wenn man in dem Tempo das Budget kürzen muss, dann muss man halt mit dem Rasenmäher oder mit der Kettensäge rangehen und dann kann man sich nicht im Detail überlegen, wie sinnvoll das einige wäre, sobald man das macht, dann brechen die Verteilungskämpfe aus. Weil dann jeder sagt, sein eigener Bereich ist unglaublich wichtig. Ja, ja deswegen, ja, alles muss weg, alles muss weg. Ja, und natürlich, wenn die man findet, dass es irgendwo ein berechtigtes Interesse daran gibt, dann muss man irgendwie sehen, dass man die Teile auch privat finanziert. Also jetzt in dem Teil, dass sich der Industrie die Mittel finden, es weiterzuhalten, ist natürlich auch die Frage, ob das jetzt Anwendungsforschung ist oder mehr Grundlagenforschung. Bei anwendungsbezogener Forschung hat wahrscheinlich bessere Chancen, das zu finanzieren. Ja. Und sieht man auch dieses Problem vom Staat, dass er verhindert, dass entsprechende Strukturen aufgebaut werden, durch die man solche Sachen finanzieren könnte, ohne dass man mit Zwang gehen muss. Ja, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, also ich glaube auch, dass das ziemlich, ziemlich kompliziert ist, jemanden in Argentinien einen Arbeitsplatz, also eben mit Argentinien zu handeln, bis jetzt zumindest, weil eben ja mit diesen ganzen unterschiedlichen Wechselkursen, Dollar Blue und der Official Dollar und dann der Soja-Dollar und dann 50.000 andere Dollars, ja. Also ich glaube, die hatten irgendwie so 24 unterschiedliche Wechselkurse mit dem Dollar für alle möglichen unterschiedlichen Dinge und eben auch ja, Regulation, so wie du jetzt den bezahlen darfst und so weiter. Also alles mögliche unsinnige Zeugs. Und ja, er muss... Also was er jetzt machen kann, ist, dass er sich eben vielleicht eben irgendein Pharmakonzern ihm annimmt, sage ich jetzt mal, und das eben finanziert. Ja, also gut, für den reinen Forschungsstandort würde es natürlich noch gehen, weil dann muss man ja nicht irgendwie überlegen, wie man das Geld dann wieder aus Argentinien zurückholt. Del PBI argentino. Bisher konnte Jorge unter den besten Promovierenden des Landes wählen. Doch die dürften er und Argentinien bald verlieren. Die größten Talente werden abwandern.
Denn in jedem europäischen Land gibt es Ausschreibungen. Und selbst hier in der Region, in Chile, Brasilien oder Peru, zahlen sie besser. Auf dem Unicampus steht eine frische Bauruine. Der Präsident hat das Geld für das neue Forschungszentrum gestrichen, bis auf Weiteres. Aufbau oder Abriss. Argentinien ringt um einen Ausweg aus der Dauerkrise. Okay, das war das Video vom ZDF. Ich würde sagen, so das eigentlich so Problematischste daran ist, dass sie ja einfach so viel weggelassen haben. Also warum ist das, warum sagt das der Internationale Währungsfonds, dass das gute Politik ist? Das hätte man vielleicht schon irgendwie mal erklären sollen. Und auch vielleicht mal, ja, warum jetzt eben die Lage so schlecht ist und eben, dass er eben auch klar gemacht hat, dass die Situation sich in Argentinien erstmal verschlechtern wird. Also hätte man alles erklären sollen, aber gut. Hat man ja, sich was auch hier versucht wird, ist auch ganz typisch für die Reportagen aus dem öffentlichen, rechtlichen oder auch beim Spiegel wird es auch häufig so gemacht, dass dann immer irgendwie einzelne Leute rausgepickt werden, die dann so getan wird, als würden die Pass pro Totus fürs Ganze stehen. Aber es wird nicht erklärt oder auch nicht belegt, dass die auch wirklich repräsentativ für die entsprechenden Probleme sind. Und hier fehlt komplett der gesamte Kontext, um das einzuordnen. Also irgendwie eine Inflation, was bedeutet eine Inflation von über 200% im Jahr? Das bedeutet, dass es am Ende nur noch ein Drittel von dem Wert ist, was es am Anfang wert war. Ja, ich meine, das verteilt sich auch nicht gleichmäßig auf alle Leute. Also der Cantillon-Effekt ist natürlich auch ganz stark im Wirken. Also ich glaube, für Nahrungsmittel ist, glaube ich, tatsächlich mittlerweile schon stärker runtergegangen als für die anderen. Also ich glaube nur noch so 2% die Woche oder so. Und auch, also auch die bisherigen Zahlen für Februar sind übrigens auch für die Inflation ganz gut. Also die sind noch weiter runtergegangen und so, es wird so projiziert, dass es so 15% sein werden. Also für den Monat Februar. Also nochmal 5% weniger. Das ist die 20% für den Januar. Das ist auch keine Überraschung, weil die Staatsverschuldung ist ja natürlich die Triebfeder von der Inflation. Und jetzt, wo der Staatshaushalt ausgeglichen ist, ist es eigentlich nur noch die Inflationserwartung, die Inflation hochhält. Das heißt, es kann sich auch relativ schnell wieder stabilisieren. Ja. Vorausgesetzt, das Bestehen. Ja, jetzt, dann ist es nun, also ich meine auch der, hier der, die, ich sag jetzt mal, der Wechselkurs Dollar zu Pesos, auf dem, die du eben auf dem Schwarzmarkt bekommst, also der Dollar Blue, ist erstmal so auf 1200 gestiegen und jetzt ist er aber auch wieder auf 1000 gesunken, so um die 1000. Also, ja. Was da auch immer sehr aufschlussreich ist, ist die, wie der Dollar auf den Terminmärkten gehandelt wird, weil man da auch die Inflationserwartungen ablesen kann, zumindest die von den Finanzmärkten, und auch die hat sich stabilisiert. Also, das Land befindet sich in einer Phase der Stabilisierung, aber hat halt eben noch riesige Probleme. Also es wird nicht von heute auf morgen gelöst sein. Ja. Was auch im Video gar nicht vorkam, was aber für Argentinien unglaublich relevant ist, sind ja die staatsnahen Betriebe, also wie die Airlines zum Beispiel. Die sind alle unglaublich ineffizient und machen Verluste, müssen subventioniert werden. Und um das aufzufangen, muss natürlich auch dieses Unternehmen sich verschlanken. Ja, also die haben auch, also die, irgendwas hatte ich mitbekommen, dass die argentinische Airline irgendeine Route, ich glaube, nach Kuba geschlossen hat, also die Flüge jetzt nicht mehr anbietet und die in den letzten 10 Jahren mit dieser Route eben, was weiß ich, wie viel Geld verloren haben. Also das, da werden dann halt Dinge angeboten, ja, Flüge, in denen keiner sein will, die werden angeboten und es werden Filme gedreht, die keiner sehen will. Das ist genau das, was passiert, wenn der Staat halt alles rein rumsubventioniert. Ja, ich denke, wir haben das Video ausreichend besprochen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich danke auch dem Raum, dass er teilgenommen hat. Vielen Dank. Sehr gerne.